Jojo Leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Aufnahme Minecraft Tackled Light zusammen mit Futur und Lulu. Hallo. Ja Leute, ich würde sagen, wir machen uns die Folge mal dran, so ein bisschen Autocrafting in unser System reinzukriegen. Das heißt, wir müssen quasi einen kompletten Computer bauen. Ja, eigentlich nicht so die geile Aufgabe. Ich bin gerade am überlegen, ob ich das wirklich machen will. Weil dann muss ich jetzt einen kompletten Crafting-Computer bauen und so. Aber ich guck mal gerade nach der Quarry, weil die hat inzwischen schon ein ganz schönes Loch in unserem Berg gefetzt. Ja, der Berg ist noch da, ich habe gerade geguckt. Ja, ich bin auch gerade da. Der Berg ist noch da, aber er hat halt keine Bergspitze mehr. Und ein Wasserberg ist entstanden. Ja, der Wasserberg, der war so gewollt hier. Mit unserer fliegenden Insel in der Mitte. Und die auf einer Wasserfontäne steht natürlich. Sehr realistisch. So, dann während des Fliegens natürlich hier noch ein Steak fressen. Ja, natürlich regnet es jetzt auch noch. Naja, was wir eigentlich mal machen könnten, wäre unsere Tierfarm automatisieren, oder? Das können wir auch noch angehen, ja. Aber kannst du dir noch sagen, dass wir letztes Mal den Server abgeschossen haben? Ja, genau. Die letzte Aufnahme ist ein bisschen abrupt abgebrochen, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt. Da ist unser Server abgeschmiert. Das habt ihr ja dann auch noch in der Aufnahme gesehen. Ja, toll, es ist nicht mal Nacht, das heißt, ihr könnt uns nicht mal schlafen legen. Geil. Nee, in der Wüste regnet es mal nicht. Das ist so geil. Da hinten ist ein Stück Erde, da regnet es, aber in der Wüste regnet es nicht. Breeder, so, wir bauen jetzt wie geil. Das ist sinnvoll, das Spiel. Ja. Was mache ich heute? Ich baue mal was. Ah, das hier ist der Breeder. Genau, den Breeder wollen wir uns craften und für den Breeder brauchen wir lila Farbe, einen goldenen Apfel. Oh ne. Ah ne, das ist nur ein goldener Apfel aus Nuggets. Zum Glück, ich dachte schon aus Blöcken oder so. Goldene Karotten. Das ist glaube ich nur bei Hardcore. Wir brauchen Karotten. Da musst du mal in der Wüste suchen gehen, ob ein Dorf. Dann viel Spaß. Ja, ich würde mal sagen, Waypoints, wir gehen die Welt erforschen. Add Home. Markus, wo ist denn das Lab Pack? Ah, schön, dann auf. Mit. Ja, nimm das mit, dann kannst du länger fliegen. Eben, genau, weil dann kann ich unterwegs... Na, Jetpack aufladen geht nicht, oder? Ne, geht glaube ich nicht. Ich weiß es gerade gar nicht, könnte gehen. Doch, wenn du ins Inventar packst? Ich glaube, wenn ich mit dem Labpack das anziehe und dann mit dem Jetpack einen Block abbaue, glaube ich, lädt sich das auf. So, die Frage ist nur, in welche Richtung fliege ich? Wüste, da regnet es nicht. Ah, naja, theoretisch kann ich auch laufen. Ich muss ja nicht fliegen. So einen Unterschied macht's auch nicht. Dann lasse ich das Jetpack mal aus und renne hier ein bisschen durch die Wüste. Ja. Mit 10 Essen hoffe ich mal, komme ich auch weit genug. Was machst du hier eigentlich, Futter? Ich will einen Teich bauen. Ein Teich. Teich. In meiner Burg. Ein Teich in der Burg. Also Futter, wenn, dann muss das ein Brunnen werden. Wenn ein Brunnen, bitte. Brunnen kommt später. Es kommt Nein. Auf einen Teich. Erst vor der Haustür. Brunnen. Ey, ich habe eine Ölquelle. Futter, hey, Futter, komm her. Wir haben hier eine Ölquelle. Hier kannst du einen Brunnen bauen. Ja, hier baue ich einen Brunnen. Hier ist ein Urwald. Ja, hier baust du einen Brunnen. Brauche ich aber erstmal mein Ding, mein Teich. Was suche ich nochmal? Karotten? Nein, du brauchst keinen Teich. Den werde ich wieder Ach, zu bauen. Ich finde Teich cool. Nein, du brauchst keinen Teich. So, wie krieg du kannst ihn draußen bauen. Die Minimap größer. Das ist eine gute Frage, glaube ich. Gar nicht. Ja, irgendwie geht's bestimmt. Doch, geht schon. Ich habe einen Tempel gefunden. Dschungeltempel. War da schon jemand von euch drin? Nein. Na gut. Dann gehen wir looten. Pass auf Fallen auf, Alter. Ja, ich kenne die Fallen hier. Looterama. Looterama. Gibt's was Gescheites? Und Kakaobohnen könnte ich auch mal mitbringen eigentlich. Alter. Ja. So, hier. Alter, Regen geht mir auf den Sack. Hier ist die scheiß Falle. Das heißt... Hier muss ich mich an die Wand entlang bauen. Ich schau mal, Futter, ob es Nacht ist. Dann muss Sven hierher. Wird gleich aufhören, hoffentlich. Naja, ich habe acht Pfeile. Bis man schläft. Oh, ich habe eine Bronze-Pickaxe, ich habe ein paar Knochen, ich habe ein Gold-Ingot und eine Seite für diese Biome. Wow. Da müssen wir auch noch auf jeden Fall hin. Was? In die Biome. Ja, die sind so heftig.
Ah, hier gibt's, aber cool, hier gibt's doch irgendwo noch diesen Geheimraum eben. Warte, warte, warte. Hier ist doch immer. Ah, da ist die Chest. Bau doch einfach alles ab. Ja, eben. Bin gerade dabei. Ich hab einfacher Scheißdreck da zu suchen und Code eingeben und so. Habe ich gerade nicht. Code die Truhe schon gelootet. Weil irgendwie verschiebt sich da dann die ganze Treppe, soweit ich weiß, und dann kommt hier noch eine Treppe raus oder so. Da hab ich ein bisschen. Aber YOLO. Jetzt wieder das raus. Das machen nur da. Die, wo Langeweile haben. Ja, nee, ist immer noch Tag, Markus. Nee, es ist... Die Sonne geht gerade unter. Ja, aber es ist noch Tag, wo können wir nicht schlafen? Weil hier in der Wüste sehe ich's ja. Da ist die Sonne gerade am Horizont verschwunden. Ja, sie geht unter. Kühe schlachten, ja, ne? Ja, Kühe haben sie immer. Ich habe zwar eine Kühe-Form, aber... Ja, aber Kühe unterwegs schlachten ist immer gut. Wenn du nichts zu essen dabei hast, kannst du es machen. Oh, Laggets. Ich kann die Kuh nicht töten, weil es laggt. Jetzt ist mein Schwert einfach an der Kuh zerbrochen. Eine arme Kuh. Das? Also unsere Baumform. Geil, ich habe kein Schwert mehr dabei. Gut. Cool. Das ist scheiße. Ayolo. Ja. Ich auch sagen. Ne, bei Minecraft lebst du mehr. Ich hab wieder Rubber Trees gefunden. Ja, jetzt ist Nacht, jetzt könntet ihr euch wahrscheinlich schlafen legen. Ja, es ist Nacht. Aber du musst auch schlafen gehen, Alter. Nein, ich disconnecte einfach kurz. Okay. Futur, Spenny. Ja, ich komm. Rubber Trees hatten wir noch. Wir haben mehr als genügend. Sugar Canes? Haben wir Sugar Canes? Sugar Canes? Das kannst du mitbringen. Nicht. Jetzt disconnecte. Liegt ihr beide schon im Bett? Ja. Okay. Jo. Kannst wieder. Ja. Regnet immer noch, Markus. Ja, stimmt. Ja, wobei. Okay, du musst nochmal disconnecten. Habt ihr überhaupt geschlafen? Ja. Ja. Aber du warst noch nicht offline. Hey, doch, doch. Hat natürlich war. Ah, jetzt ist es weg. Der Legi Server halt. Ja, was wir hier für Scheiße am Laufen haben, wundert mich das auch nicht. Ah, so viel läuft doch gar nicht. Die Quarry ein bisschen. Du, ich hab gesagt, dass du kein Dach machen sollst. Eine Quarry zieht heftig. Ich kann nicht mal den Teich bauen, ohne dass es laggt. Ja, du sollst ja auch keinen Teich bauen. Ach, bau ich einen Teich. Ja, auf den Teich. Ich baue nicht, baue ihn wieder zu. Ich hab genug. Nein, du machst ihn nicht zu. Ich meine dazu. Lass du jetzt da stehen, das ist schön. Nein. Nein. Ja. Du sollst einen Brunnen bauen. Ja, den baue ich sofort, der ist gleich fertig. Oh Mann. Ich will aber einen schönen, keinen so einen Bullshit-Brunnen. Ja. Nein, der wird gut. Alles. Aber jetzt mache ich erst das Projekt fertig und dann mache ich den Brunnen. Oh ja, ich habe das Ende der Welt erreicht. Hey, da unten ist ein Minenschacht. Aber nicht, Alter. Ja, ohne Scheiß, die Welt lädt einfach nicht mehr nach. Doch, die Welt hat ein Ende. Ja, bei uns, weil es da ein neue Biome laden. Lol, das ist ein Creeper, ich greife mal an, aber er macht einfach nichts. Wenn du das nicht so weit weg, bei mir laden nicht mal mehr das Wasser nach. Ja und? Was soll ich tun? Ich kann auch gerne stehen bleiben die ganze Folge. Alter, ja das nicht, aber sag ja, bei mir laden nicht mehr das Wasser. Boah, das ist aber echt zu hart, ne? Ja. Ich mit Creeper greifen kann. Man weiß nicht mal, ob er jetzt explodiert oder nicht. Ob er jetzt tot ist oder nicht, Alter. Ich lande und krieg erst 5 Sekunden später Schaden. Naja, Leute, vielleicht bahnt sich hier ja gerade noch was an. Weißt du, was ich jetzt einfach mache? Ich schalte einfach die Quarry aus. Das bringt kaum was. Doch. Nein, mein Rendern macht's aus. Ja, aber ich komme nicht mal mehr aus dem Wasser raus. Alter, der Creeper stirbt nicht mal. Sam, bleib mal stehen jetzt. Nö. Ich komme nicht mehr aus dem Wasser. Ja, nicht mein Problem. Lol. Ja, das findest du selber hier. Alter. Ich kann nichts machen. Aber mir läuft alles flüssig. Jetzt bleibt mal kurz 5 Minuten stehen, bis ich die Quarry ausgemacht habe. Ja, 5 Minuten in der Aufnahme. Ja, Leute, wir machen jetzt hier 5 Minuten. Ich stehe auf dem Baum. Nein, lass einfach mal die Stromzufuhr für die Quarry. Ich bleib jetzt hier auf dem Baum stehen. Alter, es geht aber nichts mehr. Eben, da hängt alles. Moment jetzt, ich muss abschalten. Durch alles. Es geht aber nichts. Jetzt lädt gerade die ganze Welt um mich rum. So das langsam. Ist schlecht. So. Weil unser System schafft nicht mal mehr das ganze Zeug zu verarbeiten.
Ja, darf ich mich bewegen? Nein. Ich bewege mich nicht. Jetzt. Nein. Jetzt haben wir Shaka Khan. Hast du neue Dinger in die... Was habe ich? Unser Sammelsystem, neue Festplatten? Ja. Okay. Ich habe jetzt die Quarry ausgeschaltet, jetzt müsste es ein bisschen besser gehen mit dem Lex. Ja, warte, gib mir mal noch 10 Sekunden, dann bin ich wieder am Rand der Welt und dann geht's wieder los. Ich glaube jetzt nicht, weil die Quarry hat ja auch einen Haufen Chunks geladet. Geladet? Geladet. Geladen. Ja, gut, das Lex immer noch. Meine werden generiert. Ja, ich fliege gerade über den Ozean, der generiert wird. Wartet mal, bis ich zu irgendeinem Bergebiom komme. Dann wird's lustig. Gut, ich kann nicht mal mehr Sachen. Ah, doch, jetzt habe ich sie. Der geht nicht mehr kaputt, Alter. Man kann sie nicht einsammeln. Doch, das dauert ein Minütchen. Der Fallschaden ist lustig. Der kommt bei mir voll verzögert. Ja. Alter, jetzt wurde ich zurück teleportiert, geil. Ja, ich fliege gerade im Nichts. Oh, das ist ein Baum. Hey, Junge, verpiss dich mal, Alter. Scheiß nicht. Brauchen wir Eisblöcke? Nö. Kann man die überhaupt damit mitnehmen? Nee. Hey. Oh, es laggt so hart, ne? Kann ich nicht. Aber Schneebälle kann ich snacken. Oder? Ja, das kannst du mitbringen. Hab in der Schaufel dabei hast. Ja, ich hab den Diamantdrill, aber irgendwie droppt nichts. Es droppt doch der Sand nicht. Nein, da brauchst du eine Schaufel. Nein, es droppt auch der Sand nicht, es droppt gar nichts. Ja gut, dann leckt's halt. Das droppt wirklich gar nichts, Alter. Ah, jetzt doch, ich kann Schneebälle droppen. Ah, es geht. Ja, ich wurde zurück teleportiert. Alter, jetzt habe ich Damage bekommen. Oh ja, ganz viele Schneewelle, ganz viele Schneewelle. Wuhu! Gott, ich lasse mir mal das einfallen mit dem Server, das ist ja, es taugt ja gar nichts. Bin ich schuld, nicht der Server. Haben wir nicht schuld? Natürlich ist der Server schuld, Markus, weil er viel zu wenig Leistung für Tekkit hat. Da muss ich mir was einfallen lassen, wie man das beheben. So, auf jeden Fall, da... Dorftechnisch sieht's schlecht aus. Und ich könnte es auch von Zombies töten kriegen, aber dafür müsste ich Zombies finden. Bei uns in der Wüste rumrennen. Ja, acht. Aber dafür brauche ich erst einmal nochmal gescheites Schwert. Ich mache mich jetzt mal wieder so schräg auf dem Heimweg so ein bisschen. Sind ja nur 1 Kilometer. Okay, ja. Also 1000 Blöcke. Kann ich mal die Kiste aufmachen, ja. Also 1 Kilometer. Aber jetzt rennt er halt wieder 1000 Blöcke quer über den Ozean in eine andere Richtung, ne? Ja, passt schon. Das dauert halt nur eine Stunde, bis du halt irgendwas öffnest oder so. Oder mal irgendwas loslegt, wenn du mal ein Diamond Tool in die... Alter, im V-Charging Bench, dann macht er einfach nichts. Das ist doch ein Dreck. Ich hoffe, mein Chatpack reicht noch über den Ozean drüber. Hoffentlich nicht. Es ist schon bei der Hälfte leer. Oh nein, ich will ihm nichts. Ah, jetzt da. Okay, es hat wieder geatmet. Ja, nichts. Schlag ich mal Foto, Alter. Alter hat sich teleportiert, Alter. Schlag ich mal Foto, Foto ist weg. Ah, da sind nochmal Sugar Cans, die hole ich mal wieder und lass mal die Welt um mich rum ein bisschen generieren. Alter, was ein Scheiß. Richtiger Bullshit, ey. Ist lustig, ich baue bei den Sugar Cans den untersten Block ab und die oberen bleiben einfach noch 10 Sekunden lang stehen. Ja, nein, das leckt nur ein Dezent. Ich komm wieder weiter. Wenn du Ding findest, Sumpfgebiet haben wir ja. Ja, wir haben mehrere. Ich war gerade in einem drin. Ja, nee, ich brauch die Seerosen brauche ich. Ja, das sind doch massig. Ja, ich hol gerade welche. Ich kann auch welche mit. Denk daran, Futter, der Teich wird bald wieder zerstört, wenn ich meine Mauer fertig habe. Nein, du kannst ja deine Mauer noch ewig bauen. Die bleibt jetzt so mal. So. Naja. Ach. Ich sehe einen Namen. Oh, das Futter. Ja, mich siehst du noch nicht. Ich habe noch über 500 Blöcke. Ich bin gerade wieder in irgendeinem Dschungel. Der ist bestimmt auch cool. Wie baut man die komischen DC-Rosen ab, dass es nicht kaputt gehen? Drill? Nö. Also. Erstmal, weißt du, was ich richtig scheiße anhört? Du. Ein Helene Fischer Hands Up Remix. Boah, Du hast hier die Fischer. Ich habe jetzt gerade einen Online-Radiosender laufen, der hat einen Hands-Up-Mix von Helene Fischer. Einfach nur schnell. Ey, ich habe ein bisschen Techno drunter gelegt. Ah, jetzt habe ich endlich die Kakaobohnen hier eingesammelt. Ich stand jetzt da bestimmt
20 Sekunden drauf rum, was ich da bekommen habe. Ja, das ist normal. Oh, bei uns stürmt's übel. Ah, bei uns ist leichter Wind mit Sonnenschein. Endlich ist Wasser generiert mal. Ja, weil ich jetzt in diesem Dschungel bin. Und hier ein bisschen langsamer mache, weil ich die ganzen Kakaobohnen abbaue. Vielleicht brauchen wir die doch auch noch irgendwann. Da muss man wieder in den Dschungel. Da hat keine Lust drauf. So, komm schon, Kakaobohnen, ich will euch einsammeln. Hallo, 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 na komm her. Ja, fein. Dich habe ich auch schon abgebaut, übrigens, und dich hatte ich auch schon abgebaut. Ja. Schön. Wo willst du den, den Brunnen haben, Markus? Vor der Haustür. Warte, ich zeig's dir. Du irgendwie dahinter machst. So, eigentlich sollte ich jetzt meinen Drill aufgeladen haben mit Hilfe des Lab-Packs, aber es passiert nichts. Ja, genau, hier. Ich werde dann später korrigieren, ob er schön genug ist. Kakio, das ist hier, wenn TNT vor der Haustür liegt. Kakio. Ja. Ich warte, bis Sven da ist. Ich kann eh nichts bauen, ja. Sven kann auch nichts bauen. Ich kann auch nichts abbauen. Oh ja, es hat sich endlich aufgeladen, mein Drill. Ja, Leute, ich glaube, so kann das nicht weitergehen. Ja, da müssen wir uns was einfallen lassen. Das ist... Obwohl die Quarry aus ist, ich weiß, was noch an ist. Ja, dein Juju? Ja. Ja, ne, der produziert eigentlich auch nichts mehr. Doch, solange er am Strom hängt, tut er was. Ja, aber er verbraucht keine Scrap. Haben wir vielleicht keinen Strom mehr? Doch, aber die schwankt hin und her immer. Ja, alles mal aus Marble bestand und jetzt haben wir alles weggebaut. Leckt einfach alles. Ja. Ja, jetzt bin ich gleich wieder daheim. Sehr gut. Aber es wird weiter lecken, keine Sorge. Ich werde von Skriptballer, glaube ich. Oder Fall gehört hinter mir. Oh ne, da ist Gegner. Ob ich den töten werde, ist eine Frage. Er kriegt Damage, was? Die Frage ist, ob er Schaden kriegt. Ja, das ist halt. Er hat schon 100 Mal drauf geschlagen, aber er hat jetzt nur 2 Mal Damage bekommen. Weil man, und jetzt ist es tot. Ist auch immer lustig, ich hüpf irgendwo runter und bekomme 2 Sekunden später den Fallschaden. Ich laufe dann noch so ein paar Blöcke weiter. Alter, wie das laggt. Aber jetzt soll es nicht mehr laggen, weil ich bin schon in euren Chunks drin. Ja, bei mir läuft es wieder flüssig. Genau. Oder? Nee. Die stoppen keine Blöcke. Jetzt. Doch, bei mir alles instant. Ja, bei mir auch jetzt. Ja, es ist wieder schnell. Wir dürfen uns einfach nicht vom Haus entfernen. Nicht weit. Nicht getrennt zumindest. Sonst. Naja, vielleicht. Warum ist hier eine Dirtwall mitten in der Mauer? Kann ich die mal wegreißen? Warte mal. Hier ist Dirt in der Mauer. Ich muss gucken, was du damit machst. Hier außen einfach so ein Stück Mauer besteht aus Dirt. Mal her. Zeig mal her, wo bist denn du? Achso, da hinten. Ja, das muss mal umgebaut werden. Bin gerade dabei, ich helfe dir doch schon. Brauchst du aber Marble, ne? Ich habe nur ein Loch gegraben für dich. Warum? Tada! Marble-Vorräte gehen auch langsam zur Neige. Ja, unsere Quarry ist noch nicht tief genug, als dass ihr Marble finden könnte. Auf einmal. Sie haben aber auf jeden Fall haben unsere Tanks, für unsere Speicher füllen sich jetzt auf. Ja, dann kann der Juju aber nicht an sein. Hast du den nee, ich hab ja, mir dann füllen sich die zwei Dinger auf, ja. So, dann den ganzen Mist da wieder loswerden, was ich hier alles gefarmt habe.
Das. Dann in die Charging Bench wieder den ganzen Mist reinwerfen. Alter, das ist einfach so eine Massentierhaltung, Alter. Ein bisschen viel, gell? Ein bisschen, Alter. Ich habe keine Karotten gefunden, ne? Das ist blöd. Muss noch mal los. Ja. Haben wir auch keine, oder? Ne, wir haben noch keine gefunden. Was sollten wir denn haben? Es gibt für Karotten auch kein Crafting-Rezept. Auch nicht mit Heliometer? Nein, kein Crafting-Rezept. Ich glaube, Nahrung kannst du nicht mit herstellen, weil für ganz alles andere herstellen. Ich glaube, ich baue mir jetzt einfach ein geiles Schwert und gehe dann irgendwo hin Zombies schlachten. Hatten wir nicht irgendwo einen Spawner in der Nähe? Das hatten wir und wir haben die Wüste genau nebendran. Aber wir hatten keinen Zombie-Spawner, ne? Ne, nur Skelett und... Alter, willst du mich verarschen, Foto, Alter? Alter. Was denn? Was geht bei dir, Alter? Ein Brunnen muss man bis zum Wasser graben. Naja, Leute, ich würde sagen, wenn das war's ist, dann an der Stelle auch schon wieder mit der heutigen Folge, ne? Das war's mit der heutigen Folge. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann würde ich sagen, Servus und Ciao. Ciao.